Ja, Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von FIFA 17 The Journey. Ja, Freunde, wir sind jetzt im FA Cup Finale und was meint ihr? Haben wir es geschafft? Haben wir uns mit dem Titel krönen können? Oder haben wir leider verloren und müssen hoffen in der nächsten Saison, dass wir den FA Cup gewinnen können? Schaut euch auf jeden Fall das Video bis zum Ende an, dann werdet ihr es auch erfahren. Ich würde sagen, ich will nicht viel drum rumlabern. Schaut euch das Video an. Lasst am Ende gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Es werden definitiv jetzt viel, viel bessere Videos kommen als mit dieser billigen Cam und diesem billigen Mikro. Ich werde mich auf jeden Fall darum kümmern, damit ihr besseren Content von mir bekommt. Und Freunde, ja, das war's von mir. Viel Spaß mit dem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Khalid und ciao. Ja, Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer zur wahrscheinlich letzten Folge von FIFA 17 The Journey. Ja, Freunde, das müsste wahrscheinlich der letzte Spieltag gewesen sein. Wir spielen hier gerade im FA Cup. Wir haben die Chance, Geschichte zu schreiben. Da ja Alex noch sehr, sehr jung ist und seine erste Saison ist, könnten wir uns mit dem ersten Ziel krönen. Und ja, Freunde, wir spielen von Anfang an. Wir sind ganz vorne mit dabei. Pole Position und ich würde sagen, wir starten direkt mal los und ich will wie immer nicht viel zu viel rumlabern. Letztes Spiel, letzter Sieg hoffentlich und let's go. Hört ihr das? Das ist der wahre Zauber des FA Cups. Heute geht es um nichts anderes. Leidenschaft. Tanz auf dem Vulkan. Heute könnt ihr zu besonderen Spielern werden. Heute habt ihr die Chance, FA Cup-Sieger zu werden. Agiert als Team und glaubt an eure Stärke, dann werdet ihr das Spiel auch gewinnen. Siegt! Und ihr werdet zu Legenden! Kommt schon! Kommt schon, Jungs! Ich freue mich schon auf deine Visage, wenn ich den Pokal hochhalte. Ja, Freunde, wir haben... Vergiss es einfach, Mann. Ich stampf dich in den Boden, klar? Ich werde dich vernichten. Maria? Willst du wissen, warum ich mit dir abgehangen habe? Nicht interessiert. Weil dein Opa Beziehungen im Business hatte. Sonst nichts. Du warst mir egal. Ich bin doppelt so gut wie du. Du bist wie dein Dad. Ein Niemand. Auf dem Platz, Alex. Du kriegst deine Chance. Wir sehen uns im Spiel. Ja, hast recht. So, Leute, los geht's. Ich hab leider hier gerade geschlafen. Kommt schon, Jungs! Macht hin! Kommt schon! So, Freunde, los geht's! Nur noch wenige Momente und dann pfeift der Schiedsrichter das Endspiel um den FA Cup an. Ihre Kommentatoren sind Wolfuß und Frank Buschmann. Und auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wie Bulle auf das Spiel. Heute spielen hier die Citizens von Manchester City gegen die Red Devils. So, Freunde, los geht's. Wir sind im FA Cup Finale und ja, Freunde, jetzt heißt es Showtime. Letztes Spiel für Hunter, vielleicht können wir uns mit dem Sieg hier krönen. Und ja, Freunde, ich bin gespannt, ob ihr einen Titel jetzt holt oder nicht in der ersten Saison. Das wäre so krass. Und ja, Freunde, wie ihr seht, hier ist mächtig Druck im Spiel jetzt und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Und ich merke, ich laber wieder wie Wasserfall. Und ja, Freunde, viel Spaß erstmal beim Zuschauen und
Ja, auf große Nein! Nein! Es ist natürlich eine sehr offensive. Was war das denn? Mit den beiden Flügelstürmen. Ibrahimovic! Mist. Jetzt haben wir das erste Tor. Ein wichtiger Treffer natürlich. Jetzt haben sie den Vorteil im Finale. Schulmäßig. Ein super Kopfball. Tolles Tor. Ah, ja, Mann. Er zeigt aber, da kann Wolf. Gutes Timing. Klasse gemacht. So. Shit. Schon nach 6 Minuten der erste Treffer. Das kann gerne so weitergehen. Fernando. Di Maria. Es müsste mal eine zündende Idee kommen. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Nee, aus der Chance wird doch. Aber haben wir schon angenommen, ja. Ist der Gegner am Ball. Mann. Für Manchester United. Scheiße, der ist frei. Jetzt Mkhitaryan. Nein. Und jetzt mal Manchester United. Jetzt das. Was gibt's doch nicht, ey? Da macht er aus dem nächsten Tor. Ibrahimovic! Dann nutzt er die Chance und macht den Treffer nicht aufzuhalten. Komm schon, zieh durch. Zum zweiten Mal. Ey, faul, hallo? Jetzt steht es 2:0. Das geht mal gar nicht, ey. Ja, Mann. Das muss doch Verwarnung geben. Und das könnte gefährlich werden. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Komm schon. Vertretbar, denke ich. Schade. Zu viel. Ein bisschen zu viel, aber egal. Da hat gar nicht viel gefehlt. Klasse Freistoß und das aus dieser Distanz. Und Carrick. Und direkt zurückgespielt. Mann, warum passt der nicht? Unglaublich, was Alexander in diesem Alter für eine tolle Saison hingelegt hat. Absolut, die Quali für den Champions Cup ist fix. Jetzt dieses FA Cup Finale, ganz, ganz starke Leistung. Und wenn er so weitermacht, dann werden wir noch ganz viel von ihm hören. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Das gibt einen Einwurf. Das könnte gefährlich werden. Gefährliche Flanke. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Auf Unterstützung. Jetzt. Martial. Smalling. Er springt einfach drüber. Gut gemacht. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Sie suchen die Lücke. Und er bringt den Ball rein. Sehr gut reingespielt. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Ah, Mist. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja toll, jetzt ist er wieder frei. Ey, das gibt's doch nicht. Finde den Mitspieler. Mein Gott. Gareth Walker. Wir haben jetzt gleich Hals an. Ich habe immer noch keinen Anschluss drauf. Nein, nein, nein. Eckball für Manchester United jetzt. Ibrahimovic. Den Ball hält er gut. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Alex Hunter. Schon. Gute Aktion. Shaw. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Schneiderla. Oh. So, Halbzeit. Halbzeit. Gündogan kommt rein. Okay. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Aber jetzt egal, wenn er reinkommt, ist für uns auf jeden Fall das Spiel. Mit Hälfte 2 im Finale des FA-Cup. Der Unparteiische hat die Partie wieder freigegeben. Noch 45 Minuten, dann wissen wir, wer sich die Trophäe mit nach Hause nehmen darf.
Ibrahimovic. Einen Spieler wie Zlatan Ibrahimovic kannst du nie komplett aus dem Spiel nehmen. Der ist einfach zu weit. Gareth Walker hier mit dem Foul. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Kompany. De Bruyne. Komm schon. Ah, sehr knapp. Sehr knapp. Der war so gut platziert gerade. De Bruyne. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke für Manchester City. Was? Kompany. Kurze Unterbrechung. Freistoß für Man United. Shaw. Jetzt müssen Sie aufpassen. Ibrakadabra! Philipp Bernard am Ball. Clichy. Ah, das sieht nicht gut aus, ja. Fairer Einsatz hier. Aus. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und nun Pogba. Valencia. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Oh, der war fast dran, Mann. Steigespiel. Das Zuspiel geht in Richtung Di Maria. Ja, toll. Super gemacht. Sehr schön verteidigt. Ja, super, super. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Valencia. Und Mkhitaryan. Carrick. Und den spielt er gleich wieder zurück. Jetzt nimmt das an. Martial. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Scheiße. Gut gemacht. Er hat den Ball erobert. Mann. Schöner Pass. Und jetzt die Chance. Und hier nochmal diese verunglückte Aktion. Da hat ja wirklich gar nichts gepasst. Ey, das stimmt. Den haut er mal deutlich daneben. Warum blockieren die den Pass immer so krass? Ja, bei dem gar nicht, Mann. Mann. Valencia. Komm jetzt. Carrick. Jawohl, jawohl. Komm schon. Der nächste Angriff der Citizens. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Jetzt Carrick. Der Linksverteidiger macht auch schon schlapp, kennen alle gar nicht mehr. Klasse gespielt. Marcus Rashford. Gar nicht. Ball im Aus, es gibt Ecke für Man United. Also, ich habe bis jetzt keine Chance bekommen. Komm, lauf weiter. Und jetzt. Nein, oh, das kann nicht sein, ja? Blind. Wird's jetzt gefährlich? 3 Minuten. Wird's hier geben. Sorry, Leute. Souverän, er hat den Ball. Ah, ist vorbei. Und die Chance, ist vorbei. Aber nein, er geht abseits. Wir haben leider verloren. Ah, schade, egal. Mist. Wir haben verloren, Leute, aber nichtsdestotrotz. So bitter es ist. Es ist wir haben gekämpft, aber leider hat es nicht gereicht. 2 blöde Tore haben wir bekommen. Aber egal, mal gucken, was wir jetzt bekommen. Auf jeden Fall haben wir
einiges an Einnahmen gemacht. Transferwert ist auch gestiegen. Kann man eigentlich zufrieden sein? Wir haben ja mit 64, also glaube ich, gestartet. Also diese Wertung. Spielerwert. Ja. Nächste Saison kann man eigentlich besser werden. Hallo Alex. Dad, was machst du denn hier? Mom hat mir ein Ticket fürs Spiel besorgt. Hast gut gespielt. Ich bin jetzt wieder in England. Wollte nur mal nach dir sehen. Was? Und? Na, dann will ich mal wieder los. Siehst gut aus. Stark. Mama hat meine neue Nummer. Da merkt man, sobald der Junge erfolgreich ist, kommen die Väter wieder, ne? Ja, so sieht's aus, ey. Wenn Geld spricht einfach ganz klar als erstes. So. Wir sind, glaube ich, jetzt am Ende. Nein, guck dir den an. Was hat der denn in der Premier League zu suchen? Das spielt ja meine Oma besser als der. Das sollte ich sein. Das kannst du auch bald. Ist merkwürdig so ohne Training. Genieß es und entspann dich so lange. Die Salatfresserei und die Shuttle Runs gehen früh genug wieder los. Da hat er recht. Gehst du bitte, Mom? Na, das fehlt dir ja noch, dass ich deinem wichtigen Spiel hier unnötig im Wege stehe. Du bist ein Schatz. Dankeschön. Gern geschehen. Catherine! Hey, wie läuft's im neuen Job bei dir? Oh, sehr gut. Ich reise ständig durch die Gegend. Nächste Woche Barcelona wird sicher klasse. Ich liebe Spanien, ist ja eine tolle Sache. Also, wieso sitzt ihr eigentlich noch hier rum? Warten denn keine Shuttle Runs oder sowas auf euch? Seit wann bin ich denn wichtig, Michael? Oh, alle Klienten sind mir wichtig hier. Danny, ich muss mit dir sprechen. Ich bin sein Klient. Nein, im Ernst, ich habe deinetwegen Anrufe erhalten. Gut, dann sollten wir uns unterhalten. Sobald ich aus dem Kerl Kleinholz gemacht habe. Was? Vergiss es einfach. Was gibt's denn, Michael? Jim hat mich kontaktiert. Er sagte, er muss mich sprechen. Viel Glück. Tja, also was kann ich für Sie tun, Jim? Wissen Sie, hier. Das verkaufen Sie online teurer, hm? Es ging mir dabei nie ums Geld, Jim. Warte mal kurz. Was kann ich für Sie tun, Mr. Butler? Sag Andy zu mir. Hey, ich wollte dir nur gratulieren. Wie? Du verpasst wohl alles, weil du zu viel zockst. Mach die Sportnachrichten an. Was um Gottes Willen ist denn passiert? Der kometenhafte Aufstieg von Alex Hunter geht weiter. Er ist nun auf der Kandidatenliste für die englische Nationalmannschaft. Für die Hunter-Familie sicher ein Tag zum Feiern. Was bedeutet das für die WM-Chancen des englischen Teams? Wie ihr seht, sind wir durch. Wir sind Vierter geworden, immerhin noch die Champions League Quali. Und ja, Freunde, wie ihr gesehen habt gerade, sind wir für die Three Lions nominiert worden. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Erste Saison ist auf jeden Fall gut abgeschlossen worden. Ich hätte mir gerne diesen FA Cup gewünscht, aber leider ging es nicht. Wie dem auch sei, wir sind Vierter geworden. Vize-FA Cup-Sieger ist eigentlich okay. Aber wir haben ja noch einen nächsten Part und den werdet ihr auch im nächsten Video sehen. Deswegen sage ich von hier aus, war es das von mir. Lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert diesen Kanal, falls ihr noch kein Abonnent seid. Abonnentin. Und dann würde ich sagen, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Khaled. Ciao.